Traditionell gibt der VfL Essingen seinen Abschlussabend immer Anfang Januar des nächsten Jahres. Sie sehen also heute den Abend 2010 am 15. Januar 2011. Letztes Jahr sahen Sie ein Feuerwerk an Gags und die Vorstellung der drei Tenöre war die absolute Krönung zum Abschluss. Nun, wir werden sehen, wie es dieses Jahr wird. Dieses Jahr wird nicht Norbert Ulmer den Abend eröffnen, sondern der neue Vorsitzende Thomas Frei. Seine erste große Rede. Und er ist ganz sicher nicht frei von Lampenfieber. Aber toi 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 Tom und auf geht's! Liebe Mitglieder, Freunde, Gönner des VfL, möchte euch recht herzlich zu unserem traditionellen Jahresabschlussabend im Namen der gesamten Vorstandschaft begrüßen. Mein besonderer Gruß gilt Bürgermeister Hartmut Lumpschapping-Gartin, den Vorsitzenden anderer Essinger Vereine mit Partnern, sowie meinen Vorgängern Erich Zöller und Norbert Ulmer mit Partnern. Als ich vor über 30 Jahren erstmals bei einem Jahresabschlussabend als Jugendspieler auf der Bühne der ehrwürdigen alten Turnhalle stand, hätte ich nie gedacht, dass ich meinen VfL einmal als Vorstand repräsentieren würde. Aber ich denke, die Gene meiner Mama zum Führen eines Vereins haben sich bei mir auch durchgesetzt. Zunächst möchte ich Norbert Ulmer für die geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren danken und freue mich, dass er auch weiterhin der Vorstandschaft angehört. Mein Dank. Mein Dank gilt ebenso meinem gesamten Vorstandschaftsteam, welches gemeinsam mit mir die Zukunft des VfL positiv gestalten wird. Bravo Tom, der Anfang war schon mal sehr gut. Thomas Frei bedankte sich noch bei den Spendern der diesjährigen Tombola und ging dann auf die Veranstaltungen des vergangenen Jahres ein. Dieses möchte ich jedoch nicht streifen, da Sie die Veranstaltungen zum größten Teil auf unseressingen.de nachlesen und sehen können. Besonders erfreulich für den VfL waren die Arbeitseinsätze für Clubhaus und Gelände. Hier hob er besonders Günter Burkheiser, Norbert Ulmer, Hubert Gatting und Wolfgang Pfister hervor. Auch das Bolzplatzprojekt sei dank der Sammelaktion quer durch Essingen sehr gut vorangekommen. Zum Abschluss meiner Jungfernrede möchte ich uns allen einen wundervollen, unterhaltsamen Abend wünschen. Wir hoffen, dass euch unser diesjähriges Programm wieder gefällt. Nachdem letztes Jahr das ZDF mit der Hitparade bei uns zu Gast war, können wir dieses Jahr RTL mit der ultimativen Chartshow begrüßen. Oliver Geisen präsentiert heute live aus Essingen die besten Fußballhits aller Zeiten. Und nachdem die drei Tenöre ihre Welttournee 2010 beendet haben die Jungs beschlossen, das Showbusiness zu wechseln. Für welche neue Herausforderung sie sich entschieden haben, erfahren Sie zu späterer Stunde. Nun noch viel Spaß beim Jahresabschlussabend 2011. Danke. Herzlich willkommen hier beim VfL. Vielen Dank, dass Sie den Weg heute Abend hierher gefunden haben. Ich begrüße Sie ganz recht herzlich heute Abend zur ultimativen Chartshow live hier aus Essingen. Ja, meine Damen und Herren, Sie fragen sich natürlich, um was geht es heute bei dieser ultimativen Chartshow? Natürlich geht es um Fußball. Wir haben heute die 8 beliebtesten Fußballhits herausgesucht. Und ihr wisst schon, alles um die 11 Freunde, das runde Leder, das runde muss ins Eckige und ein Spiel dauert 90 Minuten. Und ich begrüße auch schon unseren ersten Gast. Herzlich willkommen, unser legendärer Linkshausen aus Essingen. Ihr wisst schon, der Libuda, der Walter Steiner. Ein ganz großer Applaus für ihn. Auch gar nicht viel
Zeit verlieren und wollen gleich beginnen mit der Platzierung Nummer 8 der beliebtesten Fußballhits in Essingen. Meine Damen und Herren, einen Riesenapplaus hier für die Sportfreunde Striller! Zu dir, komm, erzähl mal was, wie war das bei euch früher? Gibt es einen Schwank, den du aus deinem Fußballerleben uns unbedingt mitteilen möchtest? Ja, hallo, also, ich möchte gerne mal sagen, mein erstes Spiel für die Aktivität in Essingen war gegen Alberschweiler. Da war ich 17 Jahre alt und ich war Stürmer. Das Spiel ging los, ich war ein bisschen aufgeregt, natürlich. Und der Ball wurde in Spitze gespielt, da war ich noch schnell, anders als heute. Auf jeden Fall, ich renne in die Spitze, und dann kommt so ein Verteidiger, so ein bärer, harter Typ, und der dreht mich um, der holt mich von der Bälle. Ich hab nicht gewusst, wo hin und vorne ist. Verteidiger alter Schule, ne? Könnt was er sagen, genau. Ich bin aufgestanden, hab mich geschüttelt, hab gedacht, komm, weiter geht's. Ein paar Minuten später, die nächste Situation, wieder ich springe in die Spitze, der Verteidiger kommt, ich guck den an. Ich habe so viel Angst vor dem Kampf. Ich bin einfach links abgebogen, bin ins Freie gelandet. Ja, vielen Dank, Libuda. Riesen Applaus für ihn. Dankeschön. Bleibt noch ein bisschen unser Gast hier. Für den soll ja nichts fehlen. Ja, dann kommen wir auch schon zu unserer Platzierung Nummer 7 der beliebtesten Fußballhits aus Essingen. Aus dem Jahre. Mein Gott, da waren die meisten hier noch gar nicht geboren. Aus dem Jahre 1974, ein Weltmeisterhit, die deutsche Nationalmannschaft von 1974. Riesenapplaus bitte! Ruhe, Nutella!